So, Leute, da sind wir wieder zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns immer noch im Feuertempel und diese dämlichen Fledermäuse sind überhaupt nicht nervig. Ich hasse sie immer noch. So, zumindest eine eliminiert. Die Rache kommt noch, Freunde. Die Rache kommt noch. Ich finde diese Fledermäuse einfach nur sowas von nervig, aber wir gehen jetzt erstmal weiter durch diese schöne Schlüsseltür. Und mal sehen, was uns dahinter erwartet. Noch ein sehr komisch anmutender Raum. Wieder ein Baconholz. Hui, das rutschen wir sogar runter. Ich glaube, in der Wand können wir hochklettern. Warte mal. Kommt Link da doch wieder hoch? Ja, gut. Erstmal umsehen. Ich glaube, hier außen war nichts weiter, was Skulptura-mäßig sein könnte. Nee, gut. Man muss ja alles überprüfen. So, jetzt wieder das Bacon runterrutschen. So, da kommt Feuer raus. So, hier ringsum dürfte, glaube ich, auch nichts wirklich Interessantes sein. Erstmal. Nee. So, jetzt müssen wir hier hochklettern. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Aha, da oben. Oh Gott, ich höre schon wieder Fledermäuse. Link, geh da hoch. Und wäre. Wir können es doch einfach machen. Ja, du kleinen Fledermäuschen. Ach so. Gut, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den Brocken auf die Flammen drauf schieben. Oder? Was müssen wir? Müssen wir das machen? Ich glaube, wir müssen das machen. Okay. Okay. Das war nicht das Richtige. Was müssen wir machen? Da drüben geht's auch noch hoch. Ah, der Block geht zumindest hoch mit dem Feuer. Wie auch immer das funktionieren soll, ich habe keine Ahnung. Ich bezweifle, dass Feuer so eine Druckkraft auslösen kann wie Wasser. Aber Nintendo legt da, glaube ich, keinen Wert auf Logik. So, hier rüber? Nein, Link. So, wieder mit den Enterhaken töten. Zack, Nummer 1. Und Nummer 2. Was müssen wir hier machen? Ach, wir müssen doch da hoch. Was ist hier eigentlich eine Fackel? Das verwirrt mich jetzt immer noch. So. Und hier ist eine Schlüsseltür, aber wir haben ja noch einen Schlüssel, also können wir hier durchgehen. Der Tempel wird langsam aber sicher interessant. Oh, der Raum. Hier ist auf jeden Fall ein Gorone. Und ich höre, na, keine Raubschleime, aber irgendwelche anderen komischen Viecher. So, hier muss auf jeden Fall erstmal ein Stein hin. So, ich nur hier hoch können wir klettern. Wie kann ich ein Viecher am besten töten? Kann ich die damit töten? Ja, damit kann ich die nur stunnen. Okay, so. Das sind auch sehr komische Gegner. So. Schwert. Und zack. Stirb. Okay, die Magie brauchen wir nicht. So, da haben wir da drüben einen wunderschönen Schalter, den wir mal betätigen können. Ich weiß gar nicht, was der auslöst. So. Aha, das Feuer geht weg. Oh, von welcher Wand? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung. Ach, von da oben. Aha.
Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wie wir da dran kommen. Okay, mit der Flamme hat es nichts zu tun. Aber wie kommen wir da rüber? Mit dem Sprung? Reicht das aus? Ja, es reicht aus. Gut. Dann können wir zumindest den Block hier rüberschieben. Um dann weiter an der Wand hochzuklettern. Los, Link! Beeil dich! So, noch in die richtige Position ziehen. Noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann dürfte es eigentlich reichen. Na, dann kannst du mal ausprobieren. Nein, Link, du sollst hoch. Dann darüber. Dann hier nach oben, denke ich mal. Ja. Und hier ist dann die Feuerwand. Ist dahinter noch irgendwie was? Nö, sieht nicht so aus. Nee, auch keine Bombenwand oder so. So, am liebsten würde ich ja jetzt den Schalter von hier oben treffen. Mit einer Bombe. Wir können es ja mal ausprobieren. Oder ist er hier unten? Nee, der ist noch eine Etage weiter tiefer. Da ist er. Komm ich eigentlich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Gut. Nein, Link, lass dich runterfallen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist, dass man... Nein, Link! Jetzt muss ich wieder abwarten. Lach nicht! Mach dich nicht lustig über mich. Das ist Rüstung, wo er resistent gegen Feuer ist. Sonst würden wir hier sterben. Das haben wir gekriegt von einem Goron, der genauso heißt wie wir. Neko. Nicht Link. Ja. Okay, so war das nichts. Noch ein bisschen näher an die Kante. Ich hoffe, Link fällt nicht wieder runter. So. Nur die Kamera dreht sich immer so blöd, dass ich genau in die falsche Richtung laufe. Ja. Wäre es wieder fast genauso passiert. Nein, beeil dich, Link. Schnell hier hoch. Das Feuer kommt. Puh. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Also von unten hätten wir es auf keinen Fall geschafft. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Und... Aha, jetzt sind wir in dem Raum. Uah! Rollende Kugeln, oh mein Gott. Okay, aber wir haben jetzt noch überhaupt keine Karte oder so gefunden. Ja, die Wand war das, gut. Eine Skulptur ist hier nämlich dahinter. Man hört sie schon und man sieht auch hier, dass man durch die Wand gucken kann. Und hier ist die schöne Skulptur. Nein, Link. Du sollst schon zuschlagen. Oh, ich komme nicht dran. So. Einfach mit den Greifhaken. Also wir durften eigentlich locker auf die 50 Skulpturas kommen, die wir brauchen. So, mal sehen, was es hier gibt. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Naja, wir können ja mal gucken. Ich weiß sowieso nicht genau, wo ich hin muss. Hier sieht's wieder nach einem Goron aus. Ist ein Gorone? Ja, hier ist ein Gorone. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Hallo! Naja, die Qualen haben ein Ende. Du hast mich gerettet, dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schneller. Ja, das weiß ich auch. Und ich öffne mal diese wunderschöne Truhe hier. Es dürfte ein Schlüssel drin sein. Ja, was auch sonst. Aber Schlüssel sind ja wichtig, um weiterzukommen. So, mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Okay, erstmal die Kugeln vorbeirollen lassen. Nein, die rollt wieder zurück. Nein! Okay, hier ist eine Schlüsseltür.
Können wir mal noch ein bisschen weiter gucken. Ich glaube, hier müssen wir auch noch irgendwo einen Goron befreien. Ich glaube sogar auch da hinten, wo die Kugel gerade hingerollt. Nein! No! Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Uah, nein! Alter, okay, das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ich glaube, wir sind... Ah nein, wir sind nicht eingesperrt. Puh! Okay, dann können wir hier noch den Goron befreien. Jo, oh, ich finde die Geräusche immer noch unglaublich knuffig. So. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt, ja. Besitzt du das Relikt der Goron, kannst du sie zerschmettern. Ja, das mit den Türen habe ich auch schon angemerkt. So, jetzt öffnen wir mal die Truhe. Das mit dem So ist echt so ein Let's Player-Syndrom. Und noch ein kleiner Schlüssel. Man sagt das echt unglaublich oft. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu der Schlüsseltür. Weil ich glaube, einen anderen Weg gibt's auch nicht. Wir kommen auf jeden Fall noch irgendwie... nach oben. So, gehen wir mal hier durch. Okay, das ist ein Herzchen. Und da oben habe ich auch noch so ein schönes Auge gesehen. Oh, das war gerade so noch getroffen. Damit öffnet sich diese Tür. Okay, hier sollten wir nicht runterfallen. Drüben ist eine Schlüsseltür. Wir gehen erstmal durch die hier. So. Okay, hier kommen wir sowieso nicht wirklich weiter. Aber hier ist eine große Truhe. Und mal sehen, was da drin sein wird. Ich denke mal, Karte oder Kompass. Und es ist... die Karte. Wurde auch langsam mal Zeit, dass wir die finden. Ich verliere langsam, ob sicher... Ne, nicht den Überblick, aber... ich glaube, dass der Tempel noch so einige Räume in petto hat. Nein! Oh, puh. Link, lauf nicht automatisch schneller, wenn ich nur den Stick einen Millimeter weiter nach vorne bewege. So, jetzt sind wir in dem Raum, der abgetrennt von dem Gitter gerade war. So. Ach so, jetzt kommt ja die Lavawand auf uns zu, ist aber kein Problem, vor der zu entfliehen. Los, hoch! So, wo gehen wir erstmal lang? Kommt die... Oh, sie kommt sehr schnell näher. So, wir gehen erstmal hier rüber. Und zack. Und da hoch, Link. So, wir gehen mal durch die Tür. Geh durch die Tür. So, jetzt sind wir hier oben. Wir springen mal darüber. Die Raum fängt an zu ruckeln. Wieso fängt sie an zu ruckeln? Nein! Link! Rinku! So, also hier können wir auf jeden Fall eine Bombe legen. Da drüben ist noch ein rostiger Schalter, den wir bis jetzt noch nicht betätigen können. So, wir gehen erstmal darüber. Ich glaube, da können wir auch noch nichts machen. Den Goron hinten können wir noch nicht befreien. Ich glaube, dazu müssen wir auch den rostigen Schalter betätigen, aber dazu fehlt uns noch das Relikt der Goron. So, da oben kann man auch noch irgendwas machen. Okay, da fliegt Navi hin, wegen... was willst du von mir, Navi? Ich weiß, dass ich den Boden aufspringen kann, du musst mir das nicht... Uah. Wie weit geht's denn da runter? Oh, ja, ja. Laber mich nicht voll. Nein, du sollst genau in die andere Richtung gucken. Okay, da geht's sehr tief nach unten. Dann versuche ich erstmal da oben das zu machen. Erstmal Inventar öffnen. Ich hoffe, das klappt auch ohne weiteres. Ja. Ich habe immer noch die Angst, dass es nicht mehr klappen könnte. Na los, Navi, flieg da hoch. Ah,
Wie ging der nochmal? Das dürfte, glaube ich, das Song of Time sein. Da müssten jetzt eigentlich Zeitblöcke erscheinen. Okay, tun sie aber nicht. Vielleicht muss ich mich dann da hinstellen. Ich habe keinen Plan. Wenn nicht, lassen wir es einfach. Vielleicht kriegt man es noch irgendwie hin. Aber irgendwie ging das hier. Ich glaube, da kam man aber nur an eine Skulptur. Also relevant ist es jetzt nicht für den gesamten Tempel. Nee. Keine Ahnung. Dann lassen wir es halt. Und klettern hier mal vorsichtig runter und springen nicht wie am Anfang des Tempels. Erstmal, was weiß ich, 100 Meter in die Tiefe. Okay, jetzt können wir es aber fallen lassen. Und abrollen. Nein, Link! Okay. Aha, da ist wieder ein Grone. Und den können wir befreien. Den armen kleinen Gronen. Hallöchen. Ja, ja. Hab Dank, du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goron und du wirst auch diesen Gegner bezwingen. Welchen Gegner meint er? Die tanzen. Ich weiß es gerade gar nicht. Sie sind gegen Pfeile immun. Ein Schlüssel. Naja, wir werden es dann früher oder später eh sehen. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, ich weiß wo. Wo kommen wir jetzt eigentlich hier raus? Ich hoffe, der Weg ist nicht allzu weit. Nee, dahin müssen wir nicht. Wir müssen wieder in den großen Raum. Ja, wir können einfach zurückgehen. Müssen wir halt wieder hochklettern, aber der Weg jetzt den Block nochmal zu verschieben und den Schalter zu drücken, damit das Feuerwehr geht, wäre, glaube ich, noch länger. Naja, dann klettern wir halt diese wunderschöne Wand hier hoch. Das erinnert mich gerade an die komische Leiter in Metal Gear Solid. Ach ja. Die so endlos ist und währenddessen sogar noch ein komplettes Lied spielt, um die Zeit zu überbrücken. Alter. Das ist überhaupt nicht unfair, dass der Gegner da ist. So, wir müssen wieder... Nein, Link, nicht anvisieren. Wir müssen wieder... Uah! Hier rüber. Und da war ja noch eine schöne Schlüsseltür auf der anderen Seite. Okay, jetzt kommt die Feuerwand hier. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Uah! Oh, puh, Alter. Aua! Wenn er sich Link da hochziehen kann, ist ein wenig unrealistisch. Naja, wir sagen nichts dazu. Okay. Mal sehen, wo wir hinkommen. Scheint da wieder ein neuer Abschnitt vom Tempel zu sein. Ach ja, stimmt. Alter, ich hasse dich. Dämliche Fledermaus. Okay, hier ist zumindest dieser Pfeiler, den wir da runterbringen müssen. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Ah, wo kommen wir jetzt weiter? Ah, Link! Ah, puh. Ich dachte gerade schon, wir fallen jetzt endlos in die Tiefe. Okay, hier ist... Ah, das ist so eine Fake-Tür. Ja. Eine Fake-Tür. Ich glaube, mit den Bomben können wir die auch erledigen. Na los. Ja. So, war hier noch. Hier ist auch eine Fake-Tür. Wo kommen wir jetzt weiter? Da oben kommen wir weiter. Aber da müssen wir auch den... So, okay, hier ist so labyrinthmäßig. So, nein. Aua. Ich glaube hier. Ja, aua. Alter. So ein Herzchen einsammeln. Was gibt's?
Alter, dieses dämliche Feuer. Okay, wir müssen auf jeden Fall dazu der Schlüsseltür, aber wir haben noch gar keinen Schlüssel. Dahin müssen wir, aber hier kommen wir nicht wieder zurück. Gut. Uah. Hau ab, dämliche Feuerfledermaus. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Nein! Ha, Link. Okay, ich soll das nicht auf die Spielfigur schieben. Komme ich hier irgendwo wieder raus? Ja gut, hier komme ich raus. Naja, ich denke mal, dann mache ich aber erstmal Schluss für heute. Und da gehen wir halt im nächsten Part nochmal auf die andere Seite rüber. Und mal sehen, was uns noch in den Tempel erwartet. Also, es dauert noch ein wenig. Also, den nächsten Part brauchen wir auf jeden Fall noch für den Tempel. Und ob wir da bis zum Endboss kommen? Navi, nein, ich weiß schon, wozu das gut ist. Naja, mal sehen, wie weit wir im nächsten Part kommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und es ruckelt wie sonst was. Naja, macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.